Ja, das war meine Dienstreise bzw. mein Kurzurlaub hier in Zypern. Hat richtig Spaß gemacht. Es ist noch einiges übrig. Hier noch der Rotwein. Der ist noch zu zwei Drittel gefüllt. Der Gin noch zur Hälfte. Von den Büchern hier habe ich eigentlich jetzt nur eins geschafft. Das WhatsApp. Matthew Mockridge noch nicht zur Hälfte. Guckt überhaupt nicht. Also ich muss auf jeden Fall noch einmal herkommen, um hier weiterzumachen. Ich darf jetzt aber erstmal nochmal auflegen am Pool unten und nachher in der Disco. Bis um 3 in der Früh oder ein bisschen länger. Der Flieger geht dann so kurz nach 8. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gar nicht hinlegen, sondern gleich von hier aus nach München und dann Ingolstadt. Gepackt habe ich schon. Halt für mich jetzt eigentlich hier Abschied zu nehmen von dieser Woche. War richtig schön. Natürlich freue ich mich auch auf die Zeit in Ingolstadt und mit vielen Partys und auch viele Partys mit euch. Jetzt erst einmal liebe Grüße von mir aus Zypern. Halbzeit bei unserem DJ-Urlaub hier in Aldiana und das Spannendste am Urlaub ist natürlich auf Zypern Kamelreiten. Stimmt das? Ja, so ist es. Oh, süß, ein romantischer Brunnen mit auf Zypern. Jetzt eine kleine Room-Tour, damit ihr mal seht, wie das hier so ist. Also wirklich Luxus pur. Ich habe jetzt hier noch ein Bad. Dann sogar bereitgestellt. Extra noch ein Wein und ein gefüllter Kühlschrank. Hopp. Mein Tonic. Ja, hier waren noch zwei Bier, aber die sind weg. Kaffee, Gin. Und das hier ist das Vorzimmer. Ein riesen Flat. Und ein zweites Zimmer. Auch wenn man Fernseher braucht, kein Mensch. Ich auf jeden Fall nicht. Auch toll. Wobei das hier ist eine der wenigen Steckdosen. Und ja, aber hier passt ja nichts rein, gell? Auch der Adapter, den ich hier dabei habe. Echt ein tolles Bad, Dusche. Aber das Geilste, also hier sieht man es ja auch. War feiern für abends, aber das Geilste. Schaut mal den Balkon an. Riesenbalkon. Und dieser Balkon gehört auch noch zu dem Zimmer. So.
habe ein bisschen Farbe bekommen, hier eindeutig. Aber gestern und vorgestern, heute nicht so, heute war es ein bisschen regnerisch, was toll ist, aber ich bin jetzt auch ein Sauna und da war ich jetzt mal wieder noch gleich groß. Ja. Also war zum Essen und dann noch ein Galaabend und das ja, war ich bin bei der Jana, sie ist Kosmetikerin und eine Viertelstunde lang werde ich jetzt von ihr behandelt. Ich habe schon von ihr so eine Salzbehandlung bekommen, oder? Ist das Salz? Genau, das wirkt auch desinfizierend und entzündungshemmend und reinigt die Haut einmal komplett ab. Das sind schon große Körnchen, gell? Genau, ja. Also wie oft soll man sowas überhaupt machen, maximal? So einmal in der Woche kann man schon ganz doch, einmal in der Woche kann man es machen. Ja, unter der Dusche kann man das super mit einbauen. Ah. Wirklich sehr, sehr gut. Du kennst jetzt eigentlich fast jeden Zentimeter meines Körpers. woran muss ich noch ein bisschen arbeiten? Oben im Nackenbereich auf jeden Fall und Schulterbereich, Hinterbretter. Das heißt so. Was? Also einfach Übungen machen oder. Mit der Blackboard kann man ganz gut arbeiten. Da kannst du die Verspannung ein bisschen rausarbeiten. Oder auch Wärme, wenn du in die Sauna gehst, wo du dich auf heiße Steine legst in der Sauna, hilft auch. Okay, also am besten draußen ein paar heiße Steine hier zypern mitnehmen in die Sauna und in die Schultern legen. Nee. In der Sauna sind große Steine, da kannst du drauflegen. Die sind bereit. Genau, weiß nicht. Ja. Okay, gut. Noch eine Frage. Ja. Du als Masseurin. Ja. Wie oft lässt du dich selber massieren? Weil es da auch ziemlich anstrengend. Einmal im Jahr, wenn ich im Winter zu Hause bin. Reicht das? Nein. Ich könnte es auch öfter brauchen, aber. Schon, gell? Genau. Komm, leg dich hier nicht mehr so rüber. So, Auscut. Ja, alle Jahre wieder, der Urlaub neigt sich dem Ende zu, er könnte noch viel, viel länger gehen, aber es soll nicht sein und was leider nicht war, diesmal tauchen starten. Ich habe mich voll drauf gefreut, habe extra hier meine sportmedizinische Untersuchung gemacht, habe auch meine Tauchsachen dabei, hier für die Zenobia, den Wreck-Tauchschein, Nitrox, dann natürlich den Open Water, Advanced Open Water, was kein Mensch braucht, aber zum Angeben cool ist, der Shark Taucher. Das heißt, eigentlich gar nichts, aber es hat Spaß gemacht, damit in Kenia. Und hier in Zypern gibt es ja, Gran Canaria, Fuerte, Türkei, Lanzarote, was haben wir denn? Mallorca, Zypern. Zenobia, hier haben wir es. Zenobia Wracktauchen mit Nitrox. Irgendwas Zypern? Nochmal hier. Und nochmal Zypern. Mein Gott, war ich oft. Und nochmal. So weit wir wollen. Oktopus, Flötenfisch, Höhlentauchen, Wracktauchen, LKWs, Ladedeckschraube, Wracktauchen und dann Türkei. Ja, hier ist wieder so Hausriff. Schönes Wetter. Hurghada war auch kalt.